Die 28-jährige Lisa wurde von ihrem Lebensgefährten Patrick und ihrer Schwester Natalie in die Klinik gebracht, weil sie unter starken Unterleibsschmerzen leidet. Gynäkologin Dr. Johanna Krämer nimmt sich der jungen Frau sofort an. Sie kam aus der Notaufnahme jetzt. Was führt sie denn zu uns? Also ich habe jetzt seit einigen Tagen ganz, ganz schlimme Unterleibsschmerzen. Und mir geht's gar nicht gut. Ich habe einen Termin, aber erst zum Ende der Woche. Und ich habe so Schmerzen. Und den Termin, wo haben Sie denn beim Gynäkologen? Bei meinem Frauenarzt. Aber es ist jetzt heute noch mal richtig schlimm geworden. Und es zieht so. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht schwanger sein könnte. Weil ich warte auf meine Periode jetzt schon seit ungefähr einer Woche. Und es sind halt auch so, mir ist morgens übel. Und deswegen dachte Brustspannen? Ich, ja, so ein bisschen. Aber das, was mich so dazu glauben lassen hat, war die morgendliche Übelkeit einfach. Also jeden Morgen ist mir wirklich richtig schlecht. Und aber dann jetzt haben Sie noch nicht gemacht, oder? Doch. Ach, ja. Und positiv. Der war positiv. Ja. War das ein Test beim Gynäkologen oder in der Apotheke? Nee, den hatte ich einfach aus der Drogerie. Ja, den haben wir aus der Drogerie geholt. Der war positiv. Ja. Aber ich habe gesagt, wir sollten das lieber mal überprüfen lassen. Er kann ja auch falsch sein. Das ist doch. Also ein Urintest ist eben eine Sache. Da kann man nicht unbedingt eins zu eins sagen, dass das Ergebnis jetzt ein 100% aussagekräftiges und zuverlässiges ist. Verhütet hatten Sie ja nicht. Sie haben also keine Pille vorher genommen oder. Es war Kinderwunsch da. Wir verhüten schon. Doch, wir verhüten. Aha. Wir haben einen Verhütungscomputer. Genau. Dann wir schauen, wann die fruchtbaren Tage sind und wann nicht. Und also ganz ehrlich, da muss ich aus eigener Erfahrung sprechen. Bei mir ist Kind Nummer 2 und Nummer 3 genau auf diese Art und Weise entstanden. Oh. Und daher, sind die? Man muss da ganz, ganz regelmäßig leben, immer 8 Stunden Schlaf haben, immer zur gleichen Zeit schlafen gehen und aufstehen. Und wenn Sie irgendwie ein bisschen unregelmäßig leben, dann können Sie mit dem Ding schon mal ganz oder mal Aspirin genommen haben, mal gefeiert haben. Also das ist alles eine sehr, sehr unsichere Methode. Wir machen das ja nicht erst seit beim Kondom belassen können. Gestern. Pille. Pille gerade jetzt. Pille ist so schädlich. Ich wollte keine Hormone nehmen. Wir haben darüber gesprochen. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich dich überfallen oder dir das nicht gesagt. Es war doch abzusehen. Ja, jetzt lassen wir die Frau Doktor erstmal untersuchen und dann sehen wir weiter. Also, ne? Kondompille wäre schon eine sichere Methode. Wer wirklich eine sichere Empfängnisverhütung benötigt, der sollte sich auf alle Fälle mit seinem Gynäkologen, Gynäkologin in Verbindung setzen. Da sind natürlich nur die gängigen Methoden wie Einnahme von kontrazeptiver auf Hormonbasis oder aber Einlage von Spiralen. Ganz am Ende der Schlange noch Kondome. Aber der Zykluscomputer ist dann nun mit Sicherheit nicht das richtige Verfahren. Haben Sie irgendwelche Hormone eingenommen? Nein, ich nehme überhaupt nicht. Haben Sie Erkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen zum Beispiel? Stress, das kann es auch sein. Ja, gerade jetzt, wo es mit der Arbeit. Und an wem liegt das? Nicht an mir. Ach so, ich verreise, oder? Was haben Sie denn für einen Stress? Ja, mein Freund geht weg für ein Jahr. Ja, ich habe ein Jobangebot. Okay. Und das ist sehr wichtig und da passt das jetzt gerade überhaupt nicht. Okay. Ja gut, wir gucken wo jetzt. Wo denn? Wo haben Sie das denn? Ja, ich soll für ein Jahr nach Amerika, aber es ist begrenzt. Mhm. Es ist nur dieses eine Jahr. Ja, aber es ist ein Jahr und es ist Amerika. Frau Riedel, kurze Sache. Wir werden die Untersuchung machen und dann wissen wir es, ne? Schon in wenigen Tagen soll Lisas Lebensgefährte Patrick beruflich nach Amerika fliegen. Das Paar hatte sich deshalb darauf geeinigt, erst einmal keinen Nachwuchs zu bekommen. Lisas Schwester Natalie fühlt indes mit der 28-Jährigen mit und wartet ebenfalls angespannt auf das Untersuchungsergebnis. Sieht man denn schon was? Nee, eben nicht. Also in der Gebärmutter sehe ich jetzt keine Fruchthöhle. Das heißt jetzt, ich bin nicht schwanger? Das können wir noch so nicht sagen. Wir würden einen Bluttest machen, denn der ist aussagekräftig drauf. Sieht man nichts, kein Baby. Also nein, nein, keine Fruchthöhle, gar nichts. Ne? Aber das heißt aber auch nichts. Für dich ist es einfach Hauptsache, du kannst weg, ne? Nein.
Nur mal ruhig. Wir sind noch nicht am Ende. Ne? So, jetzt gucken wir noch mal weiter, wenn schon, denn schon. Also in der Gebärmutter ist nichts, keine Schwangerschaft. Jetzt gucke ich weiter. Um den Grund für die starken Unterleibsschmerzen der 28-Jährigen herauszufinden, schallt Dr. Krämer auch die Eierstöcke der Patientin. Und tatsächlich entdeckt die Gynäkologin etwas, das dort nicht hingehört. Gut, Frau Riedl, also in der Gebärmutter keine Fruchthöhle, kein Hinweis jetzt auf eine schon deutliche Schwangerschaft. Aber wir sehen diese Wasserblase am Eierstock, die also auch schon recht groß ist. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Also es kann sein, dass diese Wasserblase mit einer Schwangerschaft, die wir noch nicht nachweisen können, im Zusammenhang steht oder nicht. Aber wenn das so wäre, wäre das schädlich für das Kind? Nein. Zysten an den Eierstöcken sind überhaupt nicht ungewöhnlich. Sie kommen eigentlich regelmäßig vor. Zum Glück ist das meistens eine vorübergehende Angelegenheit. Nach ein, zwei Perioden sind sie auch in der Regel verschwunden. Was bleibt, ist gerade aber die Frage, ob Lisa nun schwanger ist oder ob vielleicht die Zyste die Unterleibsschmerzen der Patientin auslöst. Während das Blut der 28-Jährigen untersucht wird, sieht Dr. Krämer nach einer Rentnerin, die vor wenigen Tagen wegen einer Beckenbodensenkung operiert wurde. Der Patientin liegt etwas auf dem Herzen. Laborwerte waren auch schon wieder ganz vernünftig und Wasserlass und Verdauung klappt auch, wie ich gehört habe. Dann muss es nur heilen, ne? Ja, muss es nur heilen. Kleine Geschichte wohl. Ja. Das ist so, ich habe hier so 250 PS Kribbelstärke. Ach, du liebes bisschen. Aha. Ja. Der Untersuchungsraum ist ja frei, wir können ja direkt rübergehen. Ja. Ja, gut, okay. Machen wir das. Frau Juncker, dann kommen Sie einmal mit. Für die Gynäkologin klingt es so, als könne Patientin Renate eine Pilzinfektion haben. Die Frage ist nur, woher? Denn von der Operation können solche Beschwerden nicht kommen. Es ist unglaublich gerötet, gereizt. Vielleicht auch, weil es so gejuckt hat, haben sie daran gekratzt. Ja, sicherlich auch. Ja, das ist aber ungewöhnlich jetzt. So sieht das eigentlich nach der Operation nicht aus. Also mir fällt da wohl gerade was ein. Haben Sie eine neue Waschlotion genommen? Nee. Oder haben sich die Vorlagen hier aus dem Krankenhaus nicht vertragen? Nee, das nicht. Aber ich habe so ein, wenn Sie mir mal meine Tasche geben. Ja, setzen Sie sich ruhig wieder hin. Ein Verjüngungstick. Was? Verjüngungstick? Ja, ich habe da was im Internet gefunden. Das oder gelesen. Internet, du liebes bisschen. Das ist was, um die Beckenbodenmuskulatur zu stärken. Aha. Und es verjüngt auch die Vagina. Es verjüngt die Vagina? Ja. Aber das doch nicht so kurz nach der OP. Diesen Vaginalstick, den Frau Juncker uns dann präsentiert hat, ist eine sehr ungewöhnliche Methode zu einer Auffrischung oder Verjüngung der Vaginalschleimhaut zu führen. Und meistens geht der Schuss nach hinten los, weil die Wirkung erstmal in der Überreizung ist und das Gewebe eher Schaden nimmt als einen Vorteil aufzeigt. Aber so kurz nach einer Operation ist das natürlich ein No-Go. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Ich wollte meine Mannefreude machen, wenn ich 20 Jahre jünger bin. Ist das? Ich glaube, da unten sollten Sie erstmal gar nichts machen. Das muss ich erstmal alles ein bisschen beruhigen. Das muss ja erstmal heilen. Und Sie würden von uns entsprechende Cremes, Salben kriegen, Beckenboden, Gymnastik. Aber da sind Sie ein bisschen, sagen wir mal, sehr forsch zu Werke gegangen. Also man kann das nicht zwingen und sagen so, wenn ich das jetzt mache, dann ist das von heute auf morgen verjüngt, verengt, verbessert. So flott passiert das alles nicht. Also man kann nicht alles glauben, was da im Internet steht. Also es sieht also eher so aus, als ob es ihnen massiv geschadet hat. Mit 60 auch aufwärts fühlen sich die Frauen heutzutage ja auch noch nicht zum alten Eisen gehören, wie das vielleicht noch bei den Großmüttern, Urgroßmüttern gewesen ist.
und sind lebensfroh und möchten auch diese Zeit noch mit ihrem Partner genießen und scheuen da keine Mittel und Wege, um halt der Natur da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Wenn die Wunde mal richtig verheilt ist, dann gibt es noch etwas Neues, was ganz Besonderes, was im Prinzip das ist, was Sie mit dem Stab erreichen wollen. Man kann das heutzutage ganz elegant mit einer Lasertherapie machen. Wie wird das denn gemacht? Und das ist eine echte Verjüngung. Ja, da wird ein Laser, der fraktionierte kleine Impulse gibt, wird eingeführt, gedreht und immer an kleinen Punkten kommt der Laserimpuls. Und Frauen, die unter einer sehr trockenen Scheide leiden, die Probleme mit der Kontinenz haben, die das Wasser nicht richtig halten können, die haben dadurch diesen sogenannten Rejuvenation-Effekt. Okay. Aber ich erkläre Ihnen das alles noch mal ganz genau. Ach, wie schön. Und dann meint mein Mann wieder, ich bin 20. Dann sind Sie wieder wie neu. Wie neu? Ja. Hervorragend. Dass Frau Juncker so offen kommuniziert hat, warum und weshalb sie gerne jung in der unteren Etage bleiben möchte, das finde ich gut. Ich meine, Sex oder auch Sexualität an sich ist ja keine Frage des Alters. Es ist ja nicht nur den jungen Leuten vorbehalten. Und gerade so eine gestandene Frau wie Frau Juncker, finde ich gut, dass sie das nach außen trägt. Und es ist für mich auch durchaus nachvollziehbar, dass man auch im Alter auch noch schön Geschlechtsverkehr haben möchte. Dem Vergnügen von Renate und ihrem Mann steht nichts im Wege, sobald die OP-Wunde verheilt ist. Und damit die Pilzinfektion abklingt, bekommt die 60-Jährige eine Salbe. Mit so offenen Karten wie die Rentnerin spielt Dr. Kremers erste Patientin Lisa leider nicht. Dass sie sich schwanger fühlen, das ist aufgrund des Wertes, den wir hier haben, auch nachvollziehbar. Eigentlich müssten sie es sein, nur dieser hohe Wert. Also dieses sogenannte Beta-HCG, das ist ein Hormon, was von der Plazenta, der Nachgeburt produziert wird. Das ist sehr, sehr hoch mit 6700. Aber das heißt, zu diesem Wert passt das Ultraschallergebnis nicht. In diesem Fall müsste etwas im Ultraschall zu sehen sein, wenn sie tatsächlich schwanger wären. Aber wie kommt denn das denn sonst? Ja, das frage ich mich auch. Wie kommt das? Also es ist also wirklich nicht nachvollziehbar, aus was für Gründen diese Differenz. Ich meine, so ein Wert einfach so, das kann... Das kann aufgrund einer Krankheit sein, dass also irgendwie eine Krankheit haben, die Hormone produziert. Aber ich bin nicht krank. Aber das heißt jetzt nicht schwanger, oder wie? Der Wert sagt eindeutig schwanger, ja, aber im Ultraschall ist nichts zu sehen, aber auch überhaupt nichts. Was heißt das jetzt? Da muss irgendetwas sein. Die große Zyste, die nicht vorhandene intrauterine Fruchthöhle, das extreme Verhalten gezielt auf Kinderwunsch bei Frau Riedel, da gingen irgendwie die Alarmglocken an, hier ist irgendetwas faul. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein, irgendwelche Hormone, die diese Situation erklären. Nein, ich nehme gar keine Medikamente ein. Ich nehme überhaupt nichts ein. Da ist doch was. Du nimmst doch jeden Morgen diese komischen Tabletten, die du in deiner Handtasche mit dir mitführst. Das sind keine Tabletten. Das sind keine Tabletten. Was ist das denn? Das. Ganz ehrlich, was hat das hier zu suchen? Das sind einfach ganz normale Nahrungsergänzungsmittel. Ein bisschen Vitamine, ein bisschen. Ja. Aber Lisa, wenn du irgendwas nimmst, dann musst du das sagen. Das musst du angeben. Haben Sie das dabei? Sie hat das immer dabei. Nein, ich hab das. Ich nehme die morgens zum Frühstück. Ich nehme die doch nicht mit. Das ist wichtig, dass die Ärztin das weiß. So langsam ist die Gynäkologin sich sicher, dass Patientin Lisa etwas vertuscht. Dass diese ausgerechnet kurz vor dem Auslandsaufenthalt ihres Freundes Unterleibsschmerzen angibt, stimmt die Ärztin obendrein skeptisch. Die Schwester der 28-Jährigen beendet die Spekulationen. Für Frauen mit Kinderwunsch.
nur nach ärztlicher Verordnung, nach ärztlicher Warum Einnahme. Was sagen mit diesen blöden Ergänzungsmitteln? Was hat das hier zu tun? Das ist kein Ergänzungsmittel. Das ist ein Hormonpräparat, das man normalerweise verschrieben bekommt. Wo haben Sie das denn her? Man riskiert Leib und Leben damit. Sie wollen ja Kinder haben. Mann, ja. Ich habe die aus dem Internet. Du willst dich verpissen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen. Ich möchte nicht, dass du gehst. Wenn du weg bist, dann bist du weg. Das ist so weit weg. Es ist so weit weg. Und wenn ich schwanger bin, dann bleibst du hier. Ich kann dich nicht verlieren. Das geht nicht. Oh, Schatz, guck mal, nein. Du weißt, ich liebe dich über alles. Ich komme doch wieder. Wir sind doch jeden Tag in Kontakt. Ich bin doch nicht das aus ist der doch nicht Welt. Das du musst Gleiche. Doch nicht so eine Scheiße Ihr wisst nehmen. Doch, du weißt es doch am besten. Nathalie, wir hatten das alles schon mal. Ich bin danach durch die Hölle gegangen. Ja. Und das ging gar nicht um USA. Der ist so weit weg. Lisa, wie stellst du dir das du vor? Du gefährdest deine Gesundheit. Herr Teichert hat sehr besonnen, sehr einfühlsam reagiert. Andere Männer wären wahrscheinlich völlig ausgerastet, um das mal ganz platt auch zu sagen. Ja. Letztendlich hat sie ja versucht, ihm in Anführungszeichen ein Kind anzudrehen, um ihn ja einfach hier auch in Deutschland zu halten, weil sie einfach nicht wollte, dass er jetzt ins Ausland geht. Sie hat ihren eigenen Wunsch und ihr eigenes Bedürfnis vor das Bedürfnis anderer gestellt. Und das ist in dem Fall nicht richtig. Ich finde, er hat sich da noch groß verhalten. Ich muss vielleicht noch mal klarstellen, also meine Schwester, die hat wirklich, die ist durch die Hölle gegangen. Die hatte schon mal eine Fernbeziehung und das ist in einer Katastrophe geendet. Und deswegen ist sie da anscheinend sehr übersensibel und greift zu solchen Methoden. Ja, aber jedes Medikament, was also hochwirksam ist, erzeugt auch entsprechende Nebenwirkungen. Und erst recht, wenn man das frei nach Schnauze nimmt. Und zu dieser Beziehung, sie hat ein Trauma erlebt und das muss verarbeitet werden. Und wenn der Mensch das nicht aus eigenen Kräften schafft, dann muss er sich fachgerechte Hilfe suchen. Frau Riedel würde ich raten, dass sie sich Hilfe holt, einfach um ihre Verlustangst in den Griff zu bekommen, um Aufgestautes abzuarbeiten, damit sie da wieder ein normales Verhältnis in eine Partnerschaft bekommt, ihr Selbstwertgefühl aufbaut. Das würde ich ihr raten, dass sie sich einfach Hilfe sucht und dass sie das nicht alleine bewältigt. Lisa begann eine Therapie, um den Umgang mit ihrer Verlustangst zu lernen. Außerdem setzte die junge Frau das Medikament ab, wodurch sich ihr Hormonhaushalt normalisierte und die Zyste verschwand. Das Paar führt nun für ein Jahr eine Fernbeziehung. Und die 28-Jährige kommt viel besser damit klar, als sie gedacht hätte.